Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute Cash Stuffing für den Mai. Oh, freue ich mich. Ich liebe Cash Stuffing und ich liebe es auch anzuschauen. Ja, ich habe gerade schon den Monatsabschluss für den April gedreht. Ach Mist, ich wollte das ja alles noch übertragen. Ha! Mache ich schnell auf diese Seite und den Rest mache ich dann wirklich außerhalb des Videos, weil sonst brauche ich hier jetzt so viel Zeit. Ich habe jetzt nämlich gerade die Kinder nach oben geschickt, dass ich schnell das Video drehen kann. Genau, mache ich schnell. So, jetzt habe ich es mir schon eingetragen im Alpha-Horn und auch direkt Fehler gemacht. Aber gut, ja, der Tag ist heute, ich bin heute wieder zeitlich sehr eingespannt und ja, habe ja total vergessen aufzuschreiben. Also ich habe hier einmal, das ist das Geld für meinen Mann. Das lege ich einmal schon zur Seite, weil sonst vergesse ich das wieder. So, und das ist der Rest fürs Cash-Stuffing. Ich habe hier noch meine Platzhalter, mit denen wir auch wieder arbeiten. So, vielleicht gönne ich mir auch so ein Ding hier zum Geld aufstellen. Schauen wir mal. Also, klappe ich das einmal so zu, dass wir ein bisschen Platz haben. Das ist kein Dreck, da ist der Tisch kaputt. So. In Leben. Komm, jetzt habe ich eine Nachricht gekriegt. Okay, unwichtig. Kommen ja eigentlich immer so Geld rein, also kommt das Geld immer so rein, dass wir auf 480 Euro kommen. 85 sind schon drin, das heißt, es kommen jetzt noch 395 Euro rein. So, und ich werde das jetzt so machen, dass ich hier das Geld raushole. Einmal das Kleingeld. Das lege ich in den Stapel zurück. So, und dann stückel ich erstmal die ersten zwei Wochen mit Echtgeld. Und die anderen zwei Wochen mit Platzhaltern. Denn bei uns ist es so, dass wir zum einen ein Tageslimit haben, was wir abheben können. Und zum anderen kommt das Geld nicht alles auf einmal. Also wir kriegen im Monat verteilt die Gelder. Und deswegen arbeite ich auch mit Platzhaltern, dass ich eben am Anfang des Monats mein Cash-Stuffing machen kann. Und das ist für mich insgesamt auch lieber, weil sonst hätte ich da so eine riesen Summe hier liegen, bis ja, ich dann wochenweise das Geld wieder ausgebe. Und so habe ich nur die Hälfte drin liegen. Tanken, da hatten wir noch 100 Euro drin. Wir wollen immer oder wir brauchen immer 400 Euro fürs Tanken. Das heißt, hier kommen noch 300 Euro rein. 100 Euro sind hier drinnen. Es kommt nochmal 100 da rein, weil wir brauchen für mein Auto in zwei Wochen 100 Euro und für meinen Mann sein Auto. Und dann zweimal Platzhalter für die letzten zwei Wochen. So, bei der Drogerie, da kommen immer 50 Euro rein. Die brauche ich auch. Genau, Spiel und Spaß, da kommen immer 100 Euro rein. Und das werde ich jetzt diesen Monat auch ein bisschen kleiner stückeln. Ich brauche nämlich auf jeden Fall 60 Euro. Ich möchte nämlich jetzt diesen Monat ins Dinosauriermuseum gehen. Das wollten wir ja eigentlich im März machen. Haben es dann aber wettertechnisch verschoben aus wettertechnischen Gründen. Und das habe ich mir jetzt für den Mai eingeplant. So, dann sind wir jetzt bei 100 Euro. Die kommen so da auch rein. Nicht als Platzhalter, sondern direkt als Geld. So. Dann zu dampfen, da kommen, und ich habe schon wieder unordentlich, also unorganisiert aufgeschrieben. Ich muss mal meine Beine da umändern, damit es in der richtigen Reihenfolge alles ist. Dampfen, da kommen immer 50 Euro rein. Wir haben die jetzt letzten Monat schon komplett aufgebraucht. Ja. So. Dann Kleidung, da sind schon 30 Euro drinnen. Und ich fülle wieder auf mit 50 Euro, dann sind 80 Euro drin. Also da kommt jeden Monat eine fixe Summe rein. Mache ich das jetzt so oder mache ich das mit Platzhaltern? Ich mache es mit Platzhaltern. Ich glaube, ein Platzhalter ist ganz gut in Kleidung jetzt. Ich habe nämlich erst Kleidung gekauft für die Kinder und alles.
Das stimmt nicht. In Kleidung sind irgendwie mehr drin. 83. Wir haben ja schon wieder einen Fehler gefunden. Stimmt, ich hatte 30 Euro ausgegeben. Ich habe einfach die falsche Spalte da eingetragen. Also 83 waren hier drinnen. Ja, dann können wir sowieso mit dem Platzhalter arbeiten. So, das macht dann 133, wenn ich mich nicht verrechne. Ja. 133 Euro. So. Also die 80 Euro, ich denke, die reichen auf alle Fälle. Was jetzt dann noch ansteht, eventuell diesen Monat, jetzt schaue ich mal, das ist wetterabhängig, Sandalen und Sommerschuhe. Bei uns ist momentan noch recht kalt, deswegen eilt es nicht. Sollte es aber diesen Monat anstehen, hey, da sind 83 Euro im Bad drin. So, Gesundheit. Da kommen jeden Monat 20 Euro rein, dann sind wir hier bei 72,50 Euro. Und das mache ich jetzt auch mit einem Platzhalter. Weil das Geld, was hier jetzt aktuell, also die 52 Euro, die hier aktuell noch drin sind, die reichen mir erstmal. Bei Garten kommen wieder 35 Euro rein. Das mache ich auch wieder in Bar. So. Dann, ja, ich habe meine Beine letztens sehr oben organisiert, weil der eine Bein da so dick ist, dass der gar nicht mehr zugeht und die anderen gehen nur noch irgendwie teilweise zu. Ja, jetzt machen wir einfach mal bei Hausreparatur weiter. Wir müssen einmal ein bisschen unordentlich arbeiten hier. In Hausreparatur, da wollte ich, also da kommt keine fixe Summe jeden Monat rein, sondern gerade das, was ich eben halt hier habe. Jetzt habe ich hier aufgeschrieben, 20 Euro kommen in Hausreparatur rein. Jetzt sind wir hier bei 35. Sollten wir zumindest sein. Der Schnarchen im Hintergrund, das ist unser Hund. Ja, dann sind wir bei 35, das stimmt. So, dann ist hier Schatzis Umschlag. Der hat einmal 5... Fehlt da Geld? 100, 200... 300, 400. So. Also, da bekommt einmal Taschengeld. Da holt er sich in der Arbeit immer was zu essen und zu trinken. Und das Restgeld ist seine Sparsumme einfach. Ich wollte ihn fragen, ob ich das Kleingeld klauen darf. Das habe ich voll vergessen. So, und die 200 noch rein. Und hier vorne, das muss ich auch noch dazu eintragen. Das ist auch nochmal Geld, was ich noch nicht eingetragen habe. 200, dann sind es 900. So, Schule habe ich wieder auf der anderen Seite. Ich werde nächsten Monat, ich gucke, dass ich es nächsten Monat besser mache. Schule. In den Schulumschlag kommen jeden Monat 20 Euro rein. Dann sind wir hier jetzt wieder bei 65. Und das mache ich mit einem Platzhalter jetzt. Weil ich hoffe mal, dass jetzt nicht so viel in Schule ansteht. Und wenn, sind hier jetzt noch 45 Euro drin. Also für Schulmaterialien soll es auf jeden Fall reichen. Geschenke bekommt jeden Monat 25 Euro. Das mache ich im Bar. Denn meine Nichte hat jetzt dann Geburtstag und ich wollte ihr eine Kleinigkeit holen. Ich weiß noch nicht genau was. Also da muss ich mit meiner Schwester noch reden, was sie da gerne hätte. Ob sie da gerne einen Gutschein haben möchte, was zum Anziehen oder vielleicht ein Spielzeug, keine Ahnung, schauen wir mal. Sonderaktivität oder Sonderausgaben oder sonstiges ungeplant, nennt es wie ihr wollt, bekommt 10 Euro. Dann sind hier 10 Euro drin. Die habe ich letzten Monat ausgegeben für Honigbonbons. Voll der Schwachsinn, gell? Naja, war ungeplant. So, jetzt sind wir mit dem rosa Bein da fertig. Und kommen zu diesem Bein da. Da haben wir einmal Auto. Auto bekommt jeden Monat 80 Euro. Dann sind wir hier jetzt wieder bei 85. Und ich glaube, das mache ich tatsächlich mit Geld. Ich müsste zwar nämlich eigentlich alles jetzt da haben. Also die Autos sollten jetzt eigentlich in der Theorie nichts mehr brauchen. Aber wir wissen alle, Theorie und Praxis sind zwei völlig verschiedene Schuhe. Und wenn man sagt, da und da brauche ich nichts mehr, ja dann sowieso erst recht, ne? Dann kommt erst recht irgendeine Ausgabe da angelaufen.
80. Deswegen mache ich das jetzt einfach so. Mit Geld. Hier sind noch in Kleingeld die 5 Euro drin. So. Dann die Kategorie Amy. Das ist nicht nur Amy, sondern allgemein Tiere. Bekommt 150 Euro. Dann sind wir hier bei 175. Und das mache ich 50, 100, 150. Das machen wir jetzt so. Weil die ersten zwei Wochen, ich habe noch voll viel auf Vorrat. Ich habe noch wahnsinnig viel Futter auf Vorrat. Und also Hundefutter, Katzenfutter. Das Einzige, was ich jetzt bräuchte, wäre Katzenstreu. Jetzt habe ich Platzhalter dazwischen reingemacht. Wäre Katzenstreu. Aber also das sollte es auf jeden Fall reichen. Weihnachten bekommt nach wie vor jeden Monat 40 Euro. Das sind wir ja dann immer noch im Überlegen, die Endsumme, ob wir die dann komplett ins Christkind stecken oder nicht. Das schauen wir dann mal. Also die Kinder wissen eigentlich, dass das Christkind dieses Jahr nicht so groß wird, wegen den Feriencamps, wo sie jetzt in den Sommerferien hingehen. Schauen wir mal. Lass uns überraschen. So, und das will ich jetzt auch. Ich habe hier noch 10 Euro Platzhalter. Das heißt, wir brauchen hier noch 30 Euro. Aber ich will jetzt mal gucken, dass ich die 100 Euro wegwechseln kann. Da ist ein 100 da drin. Das ist ein 100 da. Haben wir 100. Ach, ich habe hier noch 200 da liegen. Ach, super. So viel großes Geld. Okay, also 200. 10. 20. So. Vereine bekommt jeden Monat 40 Euro. Dann sind wir hier bei 165. Kann ich da einen 100er klein wechseln? Nein. Aber ich kann 50er wechseln. Die 5 Euro bleiben. Und dann so. Und da ist noch der 100er. Jetzt sind wir hier bei 165. Ich habe die Vereine noch nicht angepasst. Aus dem Grund, weil jetzt Iana aus einem raus wollte. Sie wird dann wahrscheinlich im Sommer in den anderen gehen oder ab Sommer in den anderen gehen. Der ist aber auch günstiger als der, wo sie jetzt war. Deswegen passe ich das dann erst ab Sommer an. Außer Steuer bekommt jeden Monat 20 Euro, dann sind wir hier bei 180 und ich könnte eigentlich, in der Theorie könnte ich eigentlich aufhören, die Autosteuer zu besparen. Ja, ich mache es einfach weiter, wenn es zu viel Geld dann am Ende ist, ja, dann hole ich es halt wieder raus. So, Rente bekommt jeden Monat auch 20 Euro, dann sind wir hier bei 110. Kann ich hier wechseln? Theoretisch ja, gell? Ja. Da kann ich groß wechseln, also haben wir 100 und 10. Dann sind die 100 da auf jeden Fall schon mal weg. Weil die anderen Kategorien sind dann, glaube ich, nicht mehr so groß. So, GEZ bekommt 20 Euro. Und ich habe jetzt gehört, ich weiß echt nicht, ob das stimmt. Ich will keine Fake-Nachrichten hier verteilen, aber ich habe gehört, dass die GEZ jetzt erhöht werden soll. Wäre ja echt der Hammer, oder? Ich meine, Inflation und so ist ja nicht schon schlimm genug. Nein, erhöhen wir einfach mal die Zwangsgebühren. So, Pacht bekommt jeden Monat 40 Euro. Das ist für mein Pachtgrundstück. Das sind wir hier bei 200. Und da wechsle ich mir jetzt das da einmal größer in 50er. So. Dann haben wir 200 hier drin. Amtliches, nein. Machen wir jetzt noch nicht. Noch nicht. Wir gehen jetzt hier über zu den Kindern. Da bekommt jeder jeweils 10 Euro. Sind wir bei 800,
82. Ich habe da auch einiges an Geld auf dem Konto liegen, weil ich nicht so viel Geld hier im Bar haben möchte. Und werde da mal gucken, vielleicht werde ich dann den nächsten Schwung wieder einzahlen. Das ist zwar jetzt pro Umschlag im Kind noch nicht so viel, aber in der Summe natürlich dann schon. Und ich brauche dann sowieso das Geld von den Kindern online. So. Dann gehen wir jetzt einmal wieder zurück in Amtliches. Da wollte ich aber nichts reinsparen in Amtliches. Das haben wir hier. Wir haben... Ja, Amtliches wollte ich jetzt gerade nichts reinsparen. Zahnarzt glaube ich auch nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ich brauche meinen Zettel. Ich habe mir das nebenan alles aufgeschrieben. Genau, Zahnarzt, da wollte ich jetzt nichts reinsparen. Dann haben wir Black Friday. Da wollte ich 20 Euro reinsparen. 20 Euro im Black Friday. Wir müssen noch aufschreiben. Dann haben wir 120. Hier bleibt es auf 100. Hier bleibt es auf 440. So. Dann Schullandheim, da wollte ich auf jeden Fall auch was reinsparen und zwar 20 Euro. Weil die Kinder haben jetzt in den Pfingsten ein Pfingstcamp und das wird dann davon bezahlt, das kostet 90 Euro. So, dann haben wir noch hier die Camps, die habe ich hier nicht aufgeführt. Das sind die Sommercamps, das war eine spontane Aktion. da haben... Meine Eltern und ich, wir haben dann ganz spontan gesagt, hey komm, melden wir die Kinder in Camps an. Jana geht ins Reitcamp, Milena geht nach Niederösterreich in ein Kognitivcamp. Es sind insgesamt gute 1000 Euro, die wir dafür brauchen. 50 Euro kommen hier jetzt rein. Und ich habe da auch Platzhalter drin, denn meine Mama gibt pro Kind 200 Euro dazu. Genau, den Rest besparen wir jetzt selber. Klar, wir hätten jetzt das Geld auch auf anderen Konten noch liegen. Aber wenn ich es da nicht wegnehmen muss, dann ist es ja auch geil. Und es ist quasi so eine kleine Challenge, bis zu den Sommerferien dieses Geld zusammenzubekommen. Es sind jetzt nur noch 300 Euro. Ist jetzt nicht mehr viel. Ich denke, das ist machbar. So, und im nächsten Monat wird dann auch Milenas Camp schon bezahlt werden. Genau, und Janas Camp wird dann im Bar bezahlt. Und wenn es dann soweit ist, da muss ich mir dann auf jeden Fall das Doppelte an Sprit einplanen. Denn nach Niederösterreich fahren wir fast 6 Stunden mit dem Auto. Wir fahren jetzt im Mai auch schon nach Niederösterreich, um uns das Camp einmal anzuschauen. Und zu Janas Camp fahren wir auch, ich glaube, 3,5 Stunden. Und dann müssen die Kinder ja auch wieder abgeholt werden. Also da muss ich mir dann, wenn es soweit ist, auf jeden Fall nochmal Sprit mehr einplanen. So, dann sind wir jetzt auch mit diesen beiden da durch. Das sollten jetzt noch 200 Euro sein, die hier liegen. Können wir mal nachzählen. Das wollte ich nämlich für Spiele spielen. So. 20, 40, 60, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 140. Ich habe bei mir neben drin 200 aufgeschrieben gehabt. Ja, letzten Monat hatte ich zu viel Geld liegen, wo ich nicht wusste, wo das hingehört. Jetzt habe ich zu wenig Geld liegen. Das ist gut. Warum? Ich habe keine Ahnung. Also ich werde jetzt nochmal meine ganzen Beine durchgehen, alles nachkontrollieren und euch dann hier als Text hinschreiben, wo der Fehler gewesen ist. Auf jeden Fall fehlt da jetzt gerade ein bisschen Geld, um genau zu sein, 60 Euro. Ah, ich sehe gerade, ich habe bei der Amy auf jeden Fall zu viel Geld rein. Die bekommt nämlich nur 140. Haha. Also, der Hund kriegt nur 140. Denn ich habe vom Konto was rausüberwiesen
und dieses Geld gar nicht mit abgehoben. So, dann müssen wir da jetzt nochmal 10 Euro rausholen beim Hund. Machen wir das so. Weil muss ich jetzt die Platzhalter nicht rausholen. So. Ja, und dann muss ich mal gucken. 20, 40, 60, 80, 100, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 150 Euro haben wir hier jetzt. Da muss ich mal gucken, ob ich mich irgendwo verrechnet habe oder vielleicht aus Versehen auch zu viel Geld reingelegt habe. Könnte ja sein, weil ich habe ja vorhin ganz, ganz schnell hier das da aufgeschrieben. Vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht. Danke. Entschuldigung. Das war voll Absicht. Ich muss das Wasser da schon reintun. Ja, ich bin eh fertig. Lasst mir ein Abo da, einen Daumen nach oben und bis zum nächsten Video wieder. Tschüss.